Sie sehen können, sind alle hier versammelten Teil der Exekutive. Vom Exekutivorgan, für das ich zuständig bin, mit Ausnahme einer Person, dem Generalstaatsanwalt hier. Er gehört nicht zum Exekutivorgan. Und es ist aus einem sehr einfachen Grund hier. Und das ist, weil ich öffentlich bitten möchte, dass... Lassen Sie uns alle hier untersuchen. Sister, hin und her. Ich stelle mir vor, dass es kein Problem gibt. Es gab jemanden, der mir einmal sagte, schau, und hast du keine Angst vor dem Tod? Ich sagte, nein, natürlich will sich niemand umbringen. Ich möchte nicht sterben, aber ich weiß, dass ich eines Tages sterben werde, wie wir alle. Wenn es etwas gibt, dem man nicht entkommen kann, dann ist es der Tod. Alles, was wir hier sind. Denn in 100 Jahren wird niemand von uns leben. Niemand, keiner von denen, die hier sind, eher... Niemand weiß, wie der Vater des Großvaters heißt. Aber es gibt etwas, wovor ich wirklich Angst habe. Und das wird ein schlechtes Erbe hinterlassen. Und es gibt Präsidenten. Einige im Gefängnis, andere auf der Flucht. Aber die meisten werden als Diebe in Erinnerung bleiben. Ich möchte nicht als der Dieb in Erinnerung bleiben. Also stehle ich nicht. Denn ich möchte nicht als der Dieb oder der Korrupte in Erinnerung bleiben. Aber es gab einen Präsidenten, Präsident Duarte, von dem die Leute damals sagten, der Präsident ist kein Dieb. Aber er hat sich mit Dieben umgeben. Und irgendwann war er eine Hoffnung für das salvadorianische Volk. Aber wenn es stimmt, dass er nicht gestohlen hat, wie dumm er war, da er die Hoffnung des Volkes war, er hat keine Cent gerührt und sein Erbe befleckt, indem er sich mit Dieben umgab. Das wird mir also nicht passieren. Ich werde nicht der Präsident sein, der nicht gestohlen hat, aber sich mit Dieben umgibt. Aber man soll mich als den Präsidenten in Erinnerung behalten, der nicht gestohlen hat und es niemandem erlaubte zu stehlen. Und wer stahl, kam ins Gefängnis. Ein paar sind bereits im Gefängnis. Caridio Image und Eventfilmproduktion.